Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und an meiner Seite ist wieder der liebe Reaper 94. Okay. Na, das war doch mal hier enthusiastisch. Der liebe Reaper, bevor wir jetzt mit dem Topspiel wieder dieses Spieltages beginnen, dem ist was aufgefallen, ne? Der hat gemeint, die Bayern wären schwächer geworden, ne? Hast du gemeint? Ja, ich denke schon. Wo? Angriff, Mittelfeld, Defensive? Überall ein bisschen. Ja, also wenn man mich fragt, der Angriff war das Angriff, letzte Mal irgendwas mit 88 ist schon schlecht, ne? Ich habe nur 76er Angriff, also ruhig. Und Defensive 75, ne? 88 kann man jetzt sehen, wie man will. Okay. Mit Bayern war ja der liebe Reaper zuletzt ja erfolgreich. Wir erinnern uns, 2-1 ging das, glaube ich, aus gegen Dortmund. Wie war das, Dortmund? Ja, Dortmund. Nee, nicht Dortmund. Nee, Bayern, gegen wen hat Bayern gespielt? Hamburg, genau. Hamburg, ja. Hast du, da habe ich ja noch das traumhafte Tor von Wood gemacht und jetzt, ja genau. Aber, ja. Geh mal schon mal in Medias Res. Nee, die kann jetzt nicht. Ich habe mein Handy lautlos gemacht, ich werde tatsächlich angerufen. Der Reaper bereitet sich kein Stück vor. Na, jetzt ruft die Schwester an. Wir sind gerade in der Aufnahme. Die Ribine. Unglaublich. So, kannst weiter drücken, wenn du magst. Du kannst weiter drücken, wenn du magst. Achso, wenn ich. Ja. Ja, du hast gesagt, wenn ich mag. Achso, ja. Oh, das ist doch mal hier ein schönes Trikot, ja? Das ja, kann man so lang. Und das ist ein sogenanntes rotes Trikot. Soll ich weiß bleiben oder? Na komm, es muss ich ein bisschen abstechen. Ja, das ist schon besser. Können wir natürlich auch in Grau spielen. Ja, aber ich glaube, ich bleibe, machen wir so. Ja. Gut, dann bestätigen wir bitte. So, das lassen wir alles so. Der Jascha zur Heide wird der Schiri sein. So, Diego Demme und Thiago machen Eimerpong. Eimerpong, das hört schon mal interessant an. Und wenn ich treffe, musst du mal einen Eimer leeren. Heber musst du dann machen, ne? Hebe kannst du doch. Ah, das geht. Ups. Ah, okay. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja geil. Ey, also muss ich warten. Ah. Oh Scheiße, das war. Einen habe ich auch schon versenkt. Oh. Ah. Das macht sogar Spaß hier. Heute machen wir nichts anderes als das. Ich wollte gerade sagen, Spielprognose ist gerade mal egal. Ja, Spielprognose. Ach, sag mal, ich habe immer so einen Linksdrall. Das geht denn ab. Ja, hast du noch einen versenkt? Ah! Ich versenke die ganze Zeit. Echt jetzt? Fast die ganze Zeit. Auch Bälle. Ach, verdammt. Scheiße. Der kann nichts, der Leipziger. Ey, seitdem du mich angelabert hast. Ach komm, egal. Ach, da war der Zwischenstand. Ist nicht schlecht. Ich glaube, ey, wenn ihr mal wollt, dass wir nur so Skill-Spiele spielen, schreibt es in die Kommentare. Das ist eigentlich gar mal schlecht, so gegeneinander mal so Skill. Ja, und am Schluss lernen wir noch was dabei. Ja, am Schluss lernen wir sogar, wie man richtig Fußball spielt vielleicht sogar. Ja. So, hier sind wir schon mal. Wahnsinn. Bayern München gegen Red Bull Leipzig, Zweiter gegen Dritter. Und wir sind heute in der Allianz Arena. Im DFB-Pokal war es ja in Leipzig, jetzt sind wir in der Allianz Arena. Ja, und da sehen wir, bester Verein, Abwehr, Bayern München, nur 7 Tore haben sie gekriegt und das ohne Neuer, ne? Und weil, hier sehen wir, der Ulreich ist ja hier im Tor momentan und das wird auch noch eine ganze Zeit bleiben. Alaba guckt auch schon ganz verdutzt. Jetzt kommen wieder die Overlays, ihr wisst Bescheid, das kann ich natürlich wieder schön rausschneiden, da kommt wieder was anderes, eine schöne Animation, wir sehen es jetzt gerade wieder, aber ihr seht es halt nicht, weil ich darf es halt nicht bringen, leider Gottes. Da gibt es Rechte wegen den Bildern wahrscheinlich. Vor dem Update, ja, ganz ehrlich, meine Bilder hin oder her, wie schön das gemacht ist, brauchen wir gar nicht drüber zu streiten, aber vor dem Update hat es keine Mecker gegeben, da konntest du alles schön hochladen und jetzt musst du halt die Overlays rausschneiden, leider Gottes. Jo, naja. Das sieht doch schon ganz gut. Oh, Orban? Ja, Orban ist genau. Ach so, ich dachte schon, der wäre im Mittelfeld, aber gut. So. Jo, okay. Gut, ich würde sagen,
Bayern hat Anpfiff. Mit Robert Lewandowski. Was war das? Da, so, ich habe Anpfiff. So, ja. Lieber Rieber hat ja kein Drillerpfeife dabei, weißt du? Kein Drillerpfeife. Ach! Ah, oh, das war schon mal. Ja. Schuhwiges zuzubinden. Heute haben wir wieder Welle dabei. Welle ist wieder am Start. Du hast und der liebe Kimmich ist am Start. Du hast unsere lieben. Kimmich nett. Und der Robin. Robin sah schon. Robin. So. Upamecano. Zu Halsterberg. Dann Werner ist am Ball. Werner. Immer noch Werner. Werner könnte reingehen. Volles Werner Rohr gibt hier. Rein. Ups. So, aber jetzt geht Bayern mit Rodriguez. Rodriguez ja reingekommen für Müller, der ist leider verletzt. Ich spüre es schon. Alle weiter. Rodriguez. Immer noch Rodriguez. Immer noch Rodriguez. Ab, aber tschau. Ah! Oh. Wie, die ist fast leer. Oh. Ach, das wird schon noch halten. Ich hoffe doch. Ja, wenn es ja erst ab jetzt ist, dann. Ich hoffe doch. Ja, gell. Dann hält das. So. Bip, 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 bip. So. Werner. Immer noch Werner. Mit einer Drehung und einer Reingabe. Aber damit kann. Die Chimokloaten. Der Leipziger nicht erst anfangen. So, und jetzt wieder die Bayern über Martinez zu Kimmich. Dann Kimmich zu Robben. Robben hat da Platz. Robben könnte gehen. Da steht Lewandowski, oh. Aber die Reingabe war ja mal. Ich habe schon vor Ewigkeiten gedrückt, der Stolper Hannes. Die Reingabe war ja mal. No, ja, nicht, ne? Ja, doch, die war eigentlich schön ganz wieder. Ich konnte nichts dafür. So. Oh, da will es. Da wollte es Robben mal wissen. So, und jetzt Halsterberg. Halsterberg, über Forsberg, viel Bags. Shit, da kommt er nicht durch. Und da wieder Martinez zu Rodriguez. Rodriguez zu Lewandowski. Wieder Rodriguez. Rodriguez könnte reingeben, macht das auch, aber der wird ein bisschen zu weit. Ja, genau. Und hier ist Augustin. Immer noch Augustin. Und Augustin, immer noch am Ball übrigens. Jetzt wieder noch Augustin. Und der gibt's rein, aber da können sie nichts machen. Ja, die Bayern, jetzt ist zuletzt im DFB-Pokal, konnten es ja erst entscheiden. Netter, gemeinter Rempler war das. Konnten es ja erst im Elfmeterschießen entscheiden. Und ja, man kennt ja noch der Handyskandal. Ralf Rangnick hat da was gesehen. Ja, und hat dem Schiri schön sein Handy vorgehalten. Lächerlich, ganz ehrlich, lächerlich. Was der Schiri entscheidet, ist halt mal Tatsache und fertig. Und die Bayern, die Leipziger können eh froh sein, dass sie noch den Elfmeter am Anfang bekommen haben. Hupphausen da gefallen ist. Ah! Oh mein Gott, da wäre schon beinahe das Tor gefallen. Weil das war für mich kein Elfmeter. Aber gut, das ist nur meine bescheidene Meinung. Forsberg! Und! Da konnte sich Werner nicht entscheidend durchsetzen. Und jetzt wieder Kingsley, come on. Immer noch Kingsley, come on. Und Kingsley kriegt ihn ab. Come on, Kingsley, was ist los? Come on. Wieder Forsberg. Es geht wieder über Forsberg. Forsberg könnte gehen. Bringt die Reingabe, aber die ist zu weit. Aber da kommt noch ein Leipziger. Leipziger kommt noch, bevor er ins Aus geht. Und der war tatsächlich noch gut. Aber er kann nicht entscheidend wieder reinbringen. Der war dann zu flach. Und da wieder. Come on. Winkslang. Ach Gott, aber jetzt schlappst du. Ja, Herrgott. Halsterberg. Und ja, wieder Robben. Da ist Robben. Und Robben kann gehen. Selbst mit 32 kann der noch sprinten wie ein. Dude, junges Reh. Und Kolacki, ich weiß nie, wie der Leipziger Torwart gesprochen wird. Kolinski. Auch nicht schlecht, die Variante. Oh, jawohl, guck mal da. Und wieder Halsterberg geht ein wenig. Und da, aber da können die Bayern verteidigen. Wir wissen ja, beste Verteidigung in der Bundesliga.
Und hier wieder, come on, come on, ist überall momentan. Das ist ja gerade der Franzose. Und hier ist wieder Rodriguez, Rodriguez. Rodriguez, der flinke Kolumbianer. Kann aber keine schöne Reingabe bringen. Und jetzt ist wieder hier Wenner. Wenner. Immer noch Wenner. Aber Wenner wird von Boateng abgedrängt. Und jetzt wieder die Bayern über Robben. Über Robben geht viel über die rechte Seite. Aber Stolperbilge. Da konnte Lewandowski nicht gescheit annehmen. Aber da jetzt schon wieder Boateng. Boateng geht. Verlässt seine Position. Boateng geht immer noch. Boateng bringt ihn rein. Der ist nicht schlecht und da ist es auch. Huyakasha, wer war es denn? Die Nummer 25. Nee, 25 hat doch Dings hier. Nee, 29. Es ist Kingsley Coman. Ja, der ist überall. Hey, der ist nicht schlecht, ne? Ja, Kingsley Coman. Und den habe ich, weil er so gut ist, Firma. Jupi, echt? Der ist eine Firma. Kingsley Coman. Oh, guck mal, oh, beinahe noch in die Eier gerutscht. Dude, oh mein Gott. Die Eier gerutscht. Dude, oh mein Gott. Der arme Kerl, völlig schmerzfrei. Ja. Der kennt doch nichts. Der zeigt, dass er Eier aus Stahl hat. Ja, genau. Balls of Steel. I got balls of steel, yeah. So. Oh, wieder Boateng. Guck mal da, was eine Reingabe so, hier. Komm, Robben. So, Robben. Wieder Robben. Es geht sehr viel über Robben, über die rechte Seite. Nicht schlecht, aber... Typisch Robben. Typisch Robben, Robben. Verkockt's. Der kann's halt nicht, gell? So, und was war das? So ein sogenannter Keilausball. Martinez war da ein wenig abgelenkt anscheinend. Und Dämme. Martinez. Hoppa! Da ist wieder Wenner. Wenner mit einer. Ich dachte schon, das wäre eine spielerisch. Super. Ja, ich dachte schon, mit einer spielerischen Finesse. Achtung, hier ist Wahnsinn. Lecker, gell? Fastback. Der Abiturient nennt das an. So, antizipiert. Genau. So, Wenner! Und der ist gut! Mal hier! Der ist gut! Nein! Ist der gut? Nein! Oh, ist der gut! Wenn er diesmal als Scorer, und ich glaube, es war Augustin hat ihn reingewämst. Abseits. Aus der Position ist da natürlich Kirschberg wollte ich schon sagen. Wie heißt der denn jetzt? Ach, jetzt komme ich nicht mal auf den Namen vom Torwart. Dings, ne? Klausthaler. Ja, der Klausthaler. Der ist schon ein bisschen länger nicht mehr im Tor. Und der war übrigens nie im Tor. Sag mal, komme ich jetzt nicht drauf. Kommt der, ist eigentlich schlecht. Also dieser Robben heute, furchtbar. Der Robben. Na, ist doch schön. Guck mal, da hier, schön zu Lewandowski. Der Robben kann ja nicht mal ordentlich eine Ziege. Da kriegt ihn nicht mehr gescheit gedrückt, beziehungsweise, dass er ihn in eine andere Ecke vielleicht bringen könnte. Nein, er schützen versenken könnte. Und da. Da ist wieder ein Robben. Oh, also, Robben konnte sich aber nicht durchsetzen. Das sind Schlägereien hier, also mein Controller, den die Ossis kennen da nichts, weißt du, da geht's drauf. So. Boah! Der wäre doch schön gewesen. Eine Rumstocherei hier. Kühler Bällchen. So, und jetzt wieder Augustin. Da wird er gestoppt. Da wird er gestoppt von Boateng. Das müsste eine Karte nach sich ziehen. Und da gibt's die gelbe Karte. Für den Jérôme Boateng. Ja, und da sagt noch der Alaba, ich hab ihn doch da. Ne? Ja, da muss er sich schon zurückhalten. Und da gibt's Anweisungen. Der kann da nichts für. Ein bisschen weiter rüber. So, ja, und dann. Abseits! Ja, so. Der Schiri zeigt genau an, wo sie zu stehen haben. Nee, schon dreckig gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Guck mal weg. Was für ein Eck das gehen könnte. Das ist natürlich jetzt. Ne? Hallo, guten Tag, hier stehe ich. Das war Fleisch. Oh, was ein Ausschlag hier. Also guck mal, was ein Ausschlag. Ja, es war gar nicht mal so
gut. Aber mein rechter Stürmer hätte den Ball noch gekriegt. Meinst du? Ja, ja. Dein rechter Stürmer. Mhm. Ach, jetzt hätte ich ja mal gucken können, wie der Torwart heißt. Ich komme. Irgendwas mit Kirsch. Klausthaler. Nein. Das ist peinlich. Verwirrung. Das ist peinlich. Eigentlich habe ich das die ganze Zeit gewusst, warum ich es jetzt nicht weiß. So. Das ist schon wieder vibriert. Es gibt bestimmt ein Dislike jetzt. Hey, du weißt nicht, wie der Bayern-Torwart heißt. Ist ja nur Nummer 2, ne? So. Oh, der war... Ah! Das war jetzt ein A-Wert. Ich hätte... Ja. Ja. Ulreich, nicht Kirsch. Ich hab Kirsch. Kirschhoff wollte... Ulreich, natürlich. Ulreich. Ach. Herrgott, was eine Aufregung hier. Ah! Und da wieder Ulreich. Ulreich hat das nötige Händchen, sozusagen. Oh, das war eine schöne Rückgabe von Lewandowski. Und jetzt wieder über Rodriguez zu Robben, zu Kimmich. Ach, was macht der Kimmich? Er kriegt den, genau. Er kriegt den einfach nicht hoch, der Kimmich. Er ist so jung und kriegt ihn nicht hoch. Ja, Kimmich nicht. Und es war die erste... Manchmal Kim da. Halbzeit. Ja, unentschieden. Die erste Halbzeit rum zeigt schon an, so, siehst du, hier der Rodriguez, ne, das nächste Mal stehst du hier. So. Dann schauen wir doch mal. Ja, Bayern von den Schüssen her im Vorteil. Da haben sie 6 und Leipzig nur 3. Schüsse aufs Tor auch wieder mehr als die Leipziger. Dafür Ballbesitz ziemlich ausgeglichen. Ja. Und ich würde sagen, können wir eigentlich schon weitermachen. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich hab. So. Okay. Ball, danke. Da ist wieder Kingsley Coman, der Alsasser, der wo überall zu finden ist. Alaba könnte gehen. Oh, schön gespielt zu Lewandowski. Oh, Mann. Hat da anscheinend irgendeinen gesehen, aus dem Mittelfeld kommt? Rodriguez vielleicht? Ein sogenannter Hintermannsbürger. Sabitzer über Augustin. Zu Sabitzer. Sabitzer geht jetzt mal. Sabitzer hat da Platz. Da ist nur noch Alaba, aber Alaba bleibt erstmal weg und... Aber kein Problem für Ulreich. Entscheidend abgefälscht worden, dass die Geschwindigkeit aus dem Schuss genommen wurde. Oder dass sich gar keine Geschwindigkeit erst entwickeln konnte. Sagen wir mal so. So, hier ist wieder Klostermann. Und der Klostermann bringt ihn rein. Aber da ist natürlich die Bayernabwehr da. Und ja, da kann man es mal probieren, der Werner. Aber im Prinzip, ja, sehen wir, da hat noch die nötige Präzision gefehlt. Aber mein Gott, Ulreich mit Abstoß. Wie abstoßend. Wie abstoßend der Abstoß ja auch war, ne? Sabitzer, aber da ist Thiago, auch ein sehr schneller Mensch. Oh. Sehr schneller Mensch, gell, es war sehr gut, ne? Ein sehr schneller Mensch. Sehr schneller Spieler. Sehr schneller Mensch. Also egal, was er macht schnell. Er isst schnell. Er kackt schnell. Er piept schnell. Oh, guck mal da hier. Ein Zusammenspiel. Oh, der war aber... Hoppa! Ah, shit. Und jetzt, es wird gepfiffen. Oh, da, Rangelei. Ja, ich war's, ne? Und es gibt Freistoß. Das ist Bilou. ja, genau. Das Donuts. Ist Bilou. Ja, Donut. Genau, richtig. Hallo, Bibi. Ja, wenn du zuschaust, genau. Ja, genau, ja. Der geht jetzt rein. Nein. Ich habe die Prognose, dass der jetzt reingeht. Achtung. Ich habe die Prognose. Heppa. Oh, Ulreich. Hat die Ecke geahnt. Wie konnte das nur passieren? Ich habe nicht gelinst. Ja gut, der Torwart. Aber wie du gesehen hast, war ich nie auf den Torwart fokussiert. Ich war der Abwehrspieler. Musst du ja nicht. Torwart wird ja Gott sei Dank noch vom... Künzölchen. Von der Künzölchen. Die war ja auch teuer genügend. Die konnte das mal machen. Ja, die kann das mal machen. Ah!
abgefilmt. Oh Mann. Schnaps war abgefilmt. Ja, meinst du? Meinst du? Ich glaube schon, dass ein Ecke gibt. Oh, guck mal da. Oh, mit der Hacke. Ah, nee, doch nicht. Es war schon, also. Hässlich. Es war schon schön. Ich glaube, das war Werner, wo er schön mit der Hacke weitergeleitet hat. Werner. So, und da ist Rodriguez, der soll sich ja angeblich nicht wohlfühlen bei den Bayern. Deutschland ist so kalt, ne? In Spanien war es schön warm. Und Deutschland ist so kalt und da fühlt er sich nicht so wohl, aber gut. Sabitzer gegen Alaba. Haha, ausgerutscht. Und jetzt die Reingabe. Nein! Es wird gepfiffen. Was jetzt? Rote Karte. Was jetzt? Gut. Im Zweifelsfall immer für den Stürmer eigentlich. Nee, also für den Torwart. Der ist angegangen worden, der Ulreich. Ne? Und jetzt macht er einen schönen Abschlag. Beziehungsweise, Thiago. Immer noch Thiago. Oh, guck mal da, Thiago. Oh, Thiago. Da kommt der Südamerikaner in ihm raus. Nee, Quatsch, ist ja kein Südamerikaner. Ist ja Spanier. Aber es war schon fast ein bisschen brasilianisch. Jetzt Latina. Es war jetzt fast ein bisschen brasilianisch. Depasido. Depas, ne? Mensch, Depasido. Da wieder, come on, mit einer Drehung. Ah! Oh, und Lewandowski. Cooler Belgier. Oh, aber von Lewandowski, ne? Also der bleibt noch unter seinen Erwartungen in diesem Spiel. Ne? Keita. Da steht der Ball her. So, Keita. Da ist wieder Sabitzer. Und da ist Augustin mit der Drehung und der Reingabe. Aber da kommt nichts dabei raus. So. Halleluja. Hopp. Oh. Aber kein Problem. Upa. Das kriegen die Leipziger sehr gut verteidigt. Das hoffe ich in der Hose. Jetzt wieder Keita über Sabitzer zu Augustin. Das und jetzt wieder Sabitzer. Das sind doch die, die das Kate Ring machen. So, und da ist Werner. Augustin könnte reingeben. Ist da jemand? Nein, da ist keiner von den Leipzigern. Da schlafen sie. Da spielen sie schon so eine Chance raus und dann ist keiner in der Mitte, der den Ball abnehmen kann. Ich glaube, Hummels hat es jetzt gut gemacht. Rückgabe zu Ulreich. Augustin weiter zu Werner. Ah. Oh! Werner mit dem Pfostenschuss. Und wir nähern uns der Schlussphase. Das ist an der Rücken geschossen, mein lieber Alter. Ah. Martinez, du Lewandowski, come on. Martinez. Augustin. Ab. Ach. Oh, du lieber Augustin. Moi Belge. Hummels. Ach, guck mal da. Hummels. Hummels mit der hohen Fußballkunst. Lups. Rodriguez. Und schon vorbei. Aber jetzt weiter. Oh. Da ist doch, guck mal. Der Torschütze zum 1-0. Da Lewandowski. Lewandowski wird bedrängt und er macht weiter zu Alaba die Reingabe. Aber, und Thiago probiert es einfach mal. Aber der war für die Fans. Und da sind sie ja auch. Und sie wir lupen. Freuen Ey, uns. Ich habe ein uns. Super Flanellhemd an. 80 Euro. Sitzplatz hat die Karte gekostet. 80 Euro. Sitzplatz ist dabei. In der Allianz Arena. Oh, guck mal da hier. Und da wird Traum abgemacht von Linz Deckhofer. Und. Ah, verdammte Scheiße. Entschuldigung. Voll. Lewandowski. Lewandowski. Der Mordschance. Das ist mein erster Ecke, ey. Oh. So. Hopp, geh doch hin. Vielleicht. Ist wie auf dem Sportplatz. Schiri!
muss jetzt sein. Alaba. Hol den Ball, man hält bloß eine. Ich glaube, ich wechsle mal aus. Ja, komm, ich wechsle mal aus. Spring mal den Bernardo. Kannst du auch auswechseln, wenn der R2... Nee, musst du gar nicht mehr. Ja, aber ich will sag mal. Oldschool, aller Hauptgut. Weil ich bringe jetzt nochmal hier ganz frisch jemand Frisches. Vidal ist noch frisch. Weil der Robben ist so Vidal scheiße. Vidal ist noch frisch. Du könntest, ja, den könntest du bringen. Ist das der Sinidad Vidal? Guck mal, Früchtel. Ach, der Früchtel. Das ist ein Früchtel, bist du mir aber. Ja, der Rudi darf also wenn nicht. Ulreich noch verletzt ist, irgendwann, kann ja passieren, dann müsste Früchtel ins Tor. Das würde ich ja extrem feiern. Früchtel. Ja, bei Leipzig noch alles fresh. Fresh. Ah gut, Halsterberg geht aber raus. Und Bernardo kommt rein. The Band. Wir haben hier International und Arturo Vidal kommt für Arjen Robben. Ja. Zeig gleich mal. Hier geht's zum Tätowierer. Und da kannst du aber auch lang. So, jetzt drehen wir mal an das Bällchen dran. So. Jetzt haben wir mal an den anderen Ball dran getreten. Ah! Jetzt übernehmen wir hier den Ball, spielen nach vorne. Ah! Taktisch. Rodriguez. Dreieck. Lewandowski. X. Zu Alaba. Dreieck. X. Und. Ah, es war doch nur Dreieck. Siehst du, es verzeiht mir keinen ja, Fehler. Ist richtig. Ich mein's richtig, aber er macht dann doch das Fall. So, Augustin. Und Ball abnehmen. Ah, da und kommt er nicht vorbei. Da kommt Dreieck. Er nicht vorbei. Und hier ist wieder. Dreieck. Ja, sehr gut. X. Ah, Dreieck. Oh. Ah, da war's vorbei. Da war's vorbei. Sabitzer schickt Augustin. Augustin geht. Ja, eins. Kann. Ah, aber da ist. Ah, X. Martinez. Oh, das Dreieck war gut. Noch ein Dreieck. Ah, sicher. Das zweite Dreieck durchscheidet es meistens. So. Hopp. Jetzt ah, nein. Fast. Wenne. Ah, hier bin ich sauber hier reingerannt. Das war hier göttlich. Meine Fresse. So, XXXXX. Oh Mann. X. Dreieck. Huch. Dreieck. So. Ah. Das war trotzdem taktisch gut. Rodriguez immer noch am Ball. Geht jetzt vielleicht noch was in der 89. Minute. Come on, können den reinbringen. Come on. Aber da wird es verteidigt und jetzt die Leipziger vielleicht im Gegenzug. Schauen wir doch mal. Oh. Ja, schade. Ich habe gedacht, da können wir den entscheidenden Pass vielleicht bringen. Boah, Ting hat Angst, shit, weil er gelb hat. Verdammt, das ärgert mich aber jetzt hier. Das ist zum an die Wand malen. Hast du das gesehen? Wow. Ulreich hat's, Rangnick hat's auf seinem Handy gespeichert. Das wird noch für Diskussionen sorgen. Und da, come on! Nein! Das ist vorbei, Abpfiff. Ja. Abpfiff, 1-1. Ja, sie können sich wieder nicht, quasi nach 90 Minuten, ist wieder kein Sieger ermittelt worden. Diesmal gibt es aber definitiv keine Verlängerung und auch kein Elfmeterschießen, denn wir sind ja bei der Bundesliga und da müssen sie halt die Punkte sich teilen. Aber es war ein sehr schönes Spiel. Ja, das war auch sehr schön. Ja. Mit der Latte an der Latte. Und mit der Latte an der Latte, genau. Oder, ja, genau, am Pfosten. Nee, Quatsch, an der Eckfahne. Am Eckfahnen, ja, genau. Da hat er sich schon. Oh, gefühlt. Da hier. Wahrer Körpereinsatz von Boateng. Das war, glaube ich, sogar die einzigste Karte in diesem Spiel. Ja, das war wieder die Spielprognose von dem Spieltag Nummer 10. 10 müsste es sein. Wenn nicht, das seht ihr es wieder in der Einblendung wie beim letzten Mal, wo ich auch schon dachte, es wäre 13. Da war ich aber bei der zweiten Liga. Gut, naja. Das war's auf jeden Fall wieder an diesem Spieltag von unserer Spielprognose vom Top-Spiel der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen oder schreibt was in die Kommentare. Und dann bleibt mir nur noch übrig, den lieben Rebirth94 zu verabschieden. Okay. Alle dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.